Bisher bei Resident Evil Revelations. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Verdammte Terroristen! Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terra Gritia wissen. Und sie wollen Rache. Raymond! Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ich schicke Quint und Keith. Oh, ich hasse Schnee. Dann pack lieber deine warmen Schlüpfer ein. Ihr müsst so viel wie möglich über Veltro herausfinden. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations. Wir starten die Episode 5, Gelüftete Geheimnisse. Und, ja. Balkon-Mocky. Hier, Jackass. Wir sind beim Balkon-Mocky-Flughafen. Hier ist Fogball. Gute Arbeit. Erkundigt die Umgebung und macht mit eurer Mission weiter. Und, wie sollen wir jetzt hier weitermachen, O'Brien? Macht einfach, was ihr für das Beste haltet. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Weiß nicht. Wir haben nichts gefunden. Absolut nichts. Und was jetzt? Die unterirdische Kammer. Wir wollen sie gleich stürmen. Tja, das klingt ganz nach einem Job für uns, oder, Grinder? Halt, wir haben noch keine Autorisierung. Schon gut, wir machen das, okay? Außerdem, wenn es irgendwas zu entdecken gibt, ist keiner besser als mein Kumpel hier, klar? Hey, ich bin hier, Grinder! So, du bist Jessica also gefolgt. Weißt du jetzt wenigstens, wo sie wohnt? Ja, fast. Ich war ja ganz dicht auf den Fersen, aber dann ist sie bei der... Hey! Du hältst mich wohl für einen Stalker, hä? Das hast du gesagt. Los, gehen wir. So, vorhin wurden bei der Vorschau die Dings genannt. Quint und Keith heißen die anscheinend. Ich hab das Gefühl, dass gleich was passiert. Pass auf, wo du hintrittst. Wir müssen leise sein. Ja, ich weiß. Gut. Wir müssen anscheinend das Versteck untersuchen. Und sie haben ja auch anscheinend neuere Waffen, ne? Hier ist auch schon das erste Item. MG-Munition. So, was haben wir hier noch? Und eine Shotgun. Und eine Pistole. Aber was hat denn der dafür? Sind es zwei Macheten? Ja, also zwei Dolche. Nee, es sind doch mehr irgendwie so. Also kleine Macheten eben. Aber relativ cool. Oh. Hast du nicht gesagt, dass wir leise sein müssen? Tja, selbst Homer kann mal einschlafen, weißt du? Das ergibt nicht mal Sinn. Na komm. Ja, da hinter mir ist schon ein ziemlicher Trottel. So, können wir das Kraut haben mal. Gibt's sonst noch was hier? Hier noch ein paar schöne Blutspritzer und hier noch so ein paar Kratzer an der Wand. Oder in der Wand. Scheint, als hätte hier so ein Kampf stattgefunden. Oh, was ist denn hier? Pistolenmunition. Was haben wir denn hier Schönes? Fest verschraubt. Quint, gib mir den Schraubenzieher. Klar, hä? Oh oh. Bitte, sag mir nicht, du hast ihn fallen gelassen. Okay, wo ist er? Ich weiß, dass ich ihn hier noch hatte. Warte, du hast ihn doch sicher beim Stolpern fallen lassen. Der Kerl ist einfach irgendwie verplant. So kommt er mir zumindest vor, dieser Kief. Naja, was soll man da machen? So, hier ist er gestolpert. Ah, okay. Ist das der Schraubenzieher? Jawohl. Na bitte. Du bist so ein Trampel, weißt du das? Sorry, Grinder.
jetzt aber hier öffnen. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder Schloss knacken. Oder hacken, je nachdem. So, Moment. Erstmal schauen. Wie machen wir das hier am besten? Ich würde es euch ja immer wieder gerne mal so zeigen, was ich da eigentlich machen muss. Aber, naja. Na? Jetzt. Jawohl. So, open the door. So, kleines Kabinchen. Was haben wir hier Schönes? Da ist ein Item. Das ist hier nichts. Die Munition. Handgranate, auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Vielleicht können wir uns Zugang zum Sperrgebiet verschaffen. Na bitte. Das war wahrscheinlich jetzt die Tür von vorhin. Die Überwachungskamera hat was. Das hier war auf den Überwachungsbändern. Das ist ein Frachter, oder? Ist das etwa Beltro oder was? Wow, hast du das gesehen? Eine BOW außer Kontrolle? Das war wohl nicht geplant. Das packst du und... Sie hatten überhaupt keine Chance. Der Absturz hat den gleichen Zeitstempel wie der, den Chris gemeldet hat. Ist das hier drin? Sieht ganz danach aus. Wow! Was zur Hölle ist das? Ein Poltergeist! Hey, Quint! Ich schalte um. Mal sehen, wo es hin ist. Hey, da hat einer überlebt. Psst, Ruhe! Mann, was zur Hölle war das? Hab ich nicht gesagt, du sollst ruhig sein? Oh. Da ist etwas. Aber ich weiß nicht was. Wir sehen es nicht. Oh, übel. Hey, hat er da gerade was verloren? Das hat bestimmt wehgetan. Das ist der Klassiker. Immer am Schluss wird die Kamera zerstört. Das sind echte Horroraufnahmen. Eins der Opfer hat sie dagelassen. Was ist das? So, anscheinend... Entweder ist es ein richtiger Geist, aber... Nein, Spahn, das ist natürlich, dann ein Zombie, der unsichtbar ist. Hey! Das ist der Raum vom Überwachungsband! Ich weiß da nicht genau, wie wir den sehen können. Vielleicht durch das Genesis oder... durch irgendeine... neuartige Kamera. Hier haben wir MG-Munition nochmal. Schrotgewehr-Munition. Sonst noch was hier? Ah! Noch ein paar Sachen. MG-Munition. Ein Chip-Schlüssel. Hä? Das ist ein Chip-Schlüssel. Ich kann das Masternetzwerk des Bordcomputers knacken, wenn ich den PEP-Schlüssel von dem Dongle extrahiere. Ja, was immer das bedeutet. Mach's doch einfach. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Na also, geht doch. Ich hab genug gesehen. Auf zur Absturzstelle. Tja. Hä? Das war's schon? Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter und hören jetzt noch nicht auf. Mal sehen, was jetzt kommt. Aber irgendwie fand ich die beiden schon lustig. 2025 Durchgang im Kielraum. Achso, jetzt sind wir wieder bei Jill und Parker. Jetzt wollte ich schon Jessica und Parker sagen.
Wasser? Ja. Es kommt von da drüben. Gut, wir sind ja jetzt mit diesem Riesenlift nach unten gefahren, ne? Genau, weil wir müssen hier den Strom wiederherstellen. Das ist unsere große Aufgabe. So, hier ist einmal schon mal eine Tür. Was war dann da hinten? Da ist auch eine Tür. Ah, die ist wahrscheinlich verschlossen, ja. Brauchen wir hier wieder so einen fucking Kartenleser. Oh, ich liebe es. Loch und drum, was wir suchen müssen. Aber gut, das eröffnet uns dann wieder ein paar Wege später. Ich meine, ist hier vielleicht noch was? Jawohl, da ist ja noch was. Ein Handabdruck gefunden. Oh mein Gott. Auch so besonders. Und so wichtig in dem Spiel. Naja, außer für einen Erfolg halt. Wo ist das Leck? Seid verdammt, Vetro. Wollt ihr das Schiff mit eurem neuen Virus versenken? Ja, ist ja alles vollgeflutet. Hä? Okay, wie realistisch, dass man einfach die Türen aufmachen kann. Da muss man normalerweise erst das Wasser so verdrängen, aber okay. So, was sind wir jetzt hier? Achtung, der Kehlraum wird geflutet. Die Schotten können während eines Stromausfalls nicht geschlossen werden. Der Strom kann im Maschinenraum eingeschaltet werden. Ah, Maschinenraum. Wir müssen den Maschinenraum schnell finden. Gut, was haben wir hier? Ich muss den Maschinenraum finden. Achso, ja, gut. Ich habe mal so eine wieder Maschinenbox. Eine Waffenbox. Muss ich mal schauen, haben wir irgendwie neues Zubehör erhalten? Ne, ich glaube, wir haben eigentlich schon alles ausgerüstet, was wir so hatten. Ja. Mal weiter. Ich bräuchte mal echt mal wieder Munition hier. So geht's nicht. Das Wasser steigt. Los, uns bleibt keine Zeit.